Hallo und recht herzlich willkommen in Imperium Galactic. Und wir wollten heute zum unbekannten Artefakt fahren. Da düsen wir mal mit unserem Moped hin. Und das unbekannte Artefakt ist ungefähr in die Richtung. Und da bleiben wir stecken. Nein. So. Genau, da müssen wir hin. Da hinten sehe ich es, glaube ich, auch schon. Wir geben mal ordentlich Gas hier mit unserem Moped. Das müssten wir ja wohl hinkriegen. So, am Magnesiumfeld vorbei, da können wir nämlich auf dem Rückweg noch schön Magnesium abbauen. Und so weit ist das ja nicht, da kann man noch ganz geschmeidig mit dem Mofa hinfahren hier, oder Motorrad. Da sehen wir noch Eisenerz. So. Aber wir wollen dahin. So. Das stecken wir mal ein. Da ist wieder dieser. Hier höre ich doch alle was. So. Moment. So, die ist down. Ach, da. Ein Steinmonster. Oh, das hält mir aus als gedacht. So, geht down. Ich loote ich mal direkt. Und die Drohne looten wir auch mal direkt. Bevor die verschwindet. 25 Schuss nur. Okay, zack. Das haben wir. Und oh, dann geht's weiter zum Artefakt. Warte mal, ja. Zack. Anzugbeleuchtung an. Viel besser. Und da. Sieht nicht. Na? Spinnchen. Du machst uns keinen Ärger mehr, ich loot dich auch noch mal. Da läuft auch noch mal eine Spinne rum. Wir können auch mal 6. So. Die Schrotflinte haben wir auch geladen. Die Pistole ist auch geladen. Und da fallen wieder Asteroiden vom Himmel. So. Jetzt die Frage, wie kommen wir da rein? Na, Spinnchen. Ja. Ich dachte, du hältst weniger Schrotkugeln aus hier. Zum Glück hast du uns nicht vergiftet. So, wie kommen wir denn da rein? Moment. Da kam doch noch eine Minigun-Drohne. So, das haben wir geladen, das haben wir geladen. Und da sind schon wieder die 150 Schuss weg. Wie nichts. Das gibt's doch nicht. Das gibt's wirklich nicht. So. Ich will da doch rein hier. Ah, ich habe keine Ausdauer. Ach, wir sind doch vergiftet hier, oder? Scheiße. Dann nehmen wir Leben? Nee, ne? Ja, komm. So, komme ich da hoch? Ne. So, komm. Wir versuchen es mal. Ja, wahrscheinlich.
werde ich es nicht abbauen können, ne? Aber wie seht ihr das? Schaden 0. Moment. Munition haben wir mehr als genug. Bohrer. Hiermit. Na komm, ich will da rein. Es nützt alle nichts, ne? Da kommt noch eine Minigun-Drohne. Oh, die schießt auf uns. So, die haben wir auch vom Himmel geholt. Wir brauchen Explosivsachen hier. Einfach um das Artefakt zu öffnen, ne? So. Und dann packen wir das mal auf 9. Und es nützt ja alle nichts. Ab nach Hause. Sprengstoff holen. Ich hoffe, ich habe noch die ausreichend genügend Ressourcen dafür. Und gefühlt weiß ich gerade nicht, wo ich hinfahre. Auf jeden Fall nicht zu unserer Base. Ist das Weiße? So. Bisschen weiter links. So, da müssen wir hin. Zum Berg. Zuerst Magnesium vorkommen. Oh. Und wir sterben elendig gleich. Wir sollten auf jeden Fall ein Gegengift nehmen. So, was habe ich natürlich auch nicht mitgenommen, ne? Aber wir schaffen das wohl zur Basis. Das schaffen wir. Bin ich fest von überzeugt. Hoffe ich zumindest, dass wir es schaffen. Ach, unsere Basis sieht auch im Sonnenschein viel schöner aus, ne? So, da sind wir. Mal direkt ausgestiegen, habe ich so ein... Nein, habe ich natürlich nicht. So, jetzt, mal eben kurz direkt gucken. Gegengift. Direkt neben mir. Oder? Gott sei Dank. So. Habe ich eigentlich schon so eine... Das ist die Klonkammer, ne? Ich hatte doch so eine Heilkammer abgebaut, das letzte Mal. Oder nicht? Medi-Station. Wollen wir die nicht mal einfach mal hier eben irgendwo hinpflanzen? So. Na, bist du da so an der Wand? Nee. Moment. Ach nee, jetzt geht das wieder los, ne? So. Da stellen wir uns mal eben kurz rein. Dass wir geheilt werden. So, das läuft doch schon mal gut. Ja, hier haben wir die Gesundheit verbessert, das ist schön. So, dahin. Erstmal den ganzen Kram hier rein. So, die Gesteinssachen da rein. Hier ein paar Sachen anstellen. So viel wie geht. Dass wir es durchlaufen, so Sprengstoff von der Munition werfen. Hatte ich nicht auch letztens noch Raketen gesehen?
haben wir Flakgeschosse. Hier ein paar Raketen. So, das Fleisch packen wir mal hier rein. Der hier Teil auch. Hier noch ein bisschen Salami. Wir brauchen Sauerstoff. Na, aufgefüllt, gut. So, oh, sehr schön. Munition nochmal. Und dann nehmen wir noch ein paar Raketen. Können wir nicht mehr machen. So. Wie sehen die aus? Jo. Testen wir mal. Nehmt eine. Das ist kein Sprengstoff. Scheiße. Das war die falsche Waffe. Eindeutig. Elektronik brauchen wir. Okay, das können wir herstellen. Oder auch nicht. Können wir nicht herstellen. Das läuft ja. Wo ist Elektronik? Silizium. Na super. Wofür ist das denn Munition, um meine Waffe nachzuladen? Für genaue Informationen siehe die zugehörige Waffe. Das war bestimmt. Ich habe Plasmawaffen. Kunstgewehr. Wer braucht denn PK-Ladung? Raketenwerfergeschütz. Okay. Sorry dafür, dass ich das Falsche hergestellt habe. So. Dann müssen wir mal kurz gucken. Eisen, Kupfer, Kobalt, Magnesium, Eisen, Magnesium, Silizium. Oh Gott. Da fliegen wir. Das nützt leider nichts. Na, so. Außenansicht. Wo müssen wir hin? Dahin. In die Berge, ne? Ja, genau. Vollgas. Sorry dafür, jetzt müssen wir erstmal Silizium holen. Bevor wir dann noch mehr. Silizium da. Da müssen wir hin. Aussteigen. Das interessiert die gar nicht, wa?
Die plündern wir erstmal. Die sehen ja cool aus. Das sieht aber schon sehr groß aus. Oh, Raketendrohne. Oh, Kacke. Ich hoffe, ihr schießt nicht mal ein. Hat die unser Fluggerät jetzt kaputt geschossen? Nee, ne? Nein, ne? Du bist noch halt, oder? Da fliegen wir vorsichtig hier hin. So, raus. Und raus hier. So, das heißt, wir werden mal jetzt hier abbauen. Und da kriegen wir doch schon. Wir haben da schon Silizium raus. Ja, bis. Komm. Da kommt schon das Silizium. Ja, wofür war denn diese BK da? Ich dachte, das wäre. Ja, Sprengstoff. Ja, wir lesen können. Ist klar im Vorteil, Sepp. Lies nächste Mal, was du baust. Nicht nur Ding. Dann kriegst du weniger Probleme. Und ich finde, die Charakterdesigner haben sie jetzt schon zu den Vorgängermodellen richtig geil hingekriegt. Bin gespannt, was noch so alles denn zu bekommen. Wir könnten auch diesen Entschuldigung, mal dieses ja, Tutorial da abschließen, ne, mit Cockpit setzen, Generator einbauen, Kraftstofftanks habe ich ja scheinbar schon irgendwie gesetzt mal. Ich weiß gar nicht. Und scheiße, da kommt noch eins. Raumschiff kaputt. Minigun-Drohne. Haben wir uns verstanden? Das brauchen wir noch. Ja, ich bin gespannt, was noch alles hier so hingekommen ist. Und dann werden wir mal gucken, ob wir ein bisschen jetzt die Sachen bauen und vielleicht bauen wir unser eigenes Raumschiff. Das wird zwar nicht so schön sein wie der Moskito, schätze ich. Aber bestimmt auch ganz schön. Boah, ganz cool. Mal gucken. Jetzt sammeln wir jetzt erst nochmal hier die Ressourcen ein. Dass wir hier. Wie viel haben wir denn? Ah, wir sammeln ganz viel ein. Dass wir da erstmal gleich ein bisschen Sprengstoff bauen können und endlich in dieses Artefakt rein können. Was auch immer da drin sein mag. Und dann können wir uns auch andere Munition endlich erstellen. Dann bist du auch. Und nachladen. Unser Abbau-Tool. Und ein bisschen darauf achten, dass nicht noch eine Drohne kommt. Das wäre ganz schlecht für uns. Ja, wie es aussieht, ist es ruhiger geworden. Und dann müssen wir unsere Basisverteidigung noch weiter ausbauen. Und ich wollte auch noch eine Raumstation bauen. Vielleicht bauen wir uns auch einen Gleiter. Man kann, konnte doch auch, genau, ach, diese mobilen Baudinger. Die wären geil. Das wäre richtig schön. Aber das wäre gleich zu viel verlangt.
Gut, aber ich sehe schon, wir sind wieder bei 20 Minuten. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen weiter abbauen, dass wir genügend Ressourcen haben. Und ich denke, dann sehen wir uns gleich in der Basis wieder. Bis dann. Euer Sepp. Ciao.